Ein Mann, eine Marke, ein Superbrand. Boris Becker und seine Frau Lilly am Abend in Düsseldorf. Der einstige Tennisstar hat seinen Namen zur international erfolgreichen Topmarke ausgebaut. Dafür gibt es den Superbrand 2009. Das ist mein erster Preis, den ich nicht wegen meinem Tennisschläger bekommen habe, sondern wegen der Marke, der Persönlichkeit Boris Becker. Und dass ich in den letzten 10 Jahren auch einiges richtig gemacht haben muss, darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Das gilt auch für NTV. Der Nachrichtensender zählt in diesem Jahr wieder zu den stärksten Marken Deutschlands. Die Auszeichnung Superbrand 2009 nimmt Chefredakteur Volker Wasmuth entgegen. Für höchste Qualität und Verlässlichkeit wurden noch 68 andere Marken ausgezeichnet, ausgewählt aus rund 1300 Vorschlägen. Keine leichte Aufgabe für die Jury, denn ein Superbrand soll Maßstäbe setzen, einzigartig und sympathisch sein. Boris Becker gehört genauso dazu wie die Top-Marken Audi, Deutsche Bank und der Fernsehsender RTL.